Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 1. Entschuldigung. In der letzten Folge haben wir Tarok, hier den Orksklaven, kennengelernt. Und wir machen uns jetzt auf den Weg, seine Medizin zu suchen. Hier kommen wir nicht weiter. Seine Medizin liegt eigentlich ganz in der Nähe. Eigentlich. Wir müssen hier durch. Ups, nein. Oh, verdammt. Der blockt uns jetzt ganz schön gut, aber gut. Wir heilen uns schnell. Geheilt. Wir gehen weiter. Wir haben noch ein, zwei. Das war der letzte Ork. Ork sag ich schon. Minecrawler Warrior. Wir gehen mal hier rein und hier liegt Ork-Medizin. Wie interessant. Und ein Buch, die Göttergabe. Das Buch ist eigentlich völlig uninteressant, das brauchen wir eigentlich nicht lesen. Für alle, die es lesen wollen, ich werde es jetzt kurz einblenden. Ich kann auch irgendwann mal eine Folge machen, wo wir nur Bücher lesen. Hier. Die Gabe der Götter. Bitteschön. Oder hieß es? Schlacht um. Ja, das war das Buch. Gut. Wir kehren zurück zu Tarok. Dem Ork-Schamanen. Wenn ich den Weg finde. Wir sind umgelaufen. Hier lang. Dann hier durch. Dann sind wir eigentlich schon direkt wieder bei Tarok. Da ist er schon. Wir reden mal mit ihm. Ork-Sklave. Hier. Ich habe deine Medizin gefunden. Schon unser zweiter Ork-Freund. Fremder nicht böse wie andere Menschen. Fremder gut. Tarok schulden Dank. Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremder helfen Tarok, also Tarok auch helfen Fremder. Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dwachkar und Ork-Antak. Fremder bringen dann, Tarok machen Ulumulu. Okay, du sprichst unsere Sprache. Du sprichst unsere Sprache. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören. Bist du ein Freund von Urshak, dem Schamanen? Urshak waren Sklave wie Tarok. Urshak laufen weg, seien viele Winter her. Dein Freund sagte, du könntest mir ein Ulumulu machen. Du mir geholfen, also ich dir helfen. Okay, jetzt müssen wir die Ork-Begriffe durchgehen. Ich weiß schon, was es ist, aber... Hört selbst. Was ist denn Krotak? Sein Flammenzunge. Sein Zunge von Feuerechse. Wo finde ich eine Feuerechse? Feuerechsen in Heimatleben. Heimat von Tarok. Fremder suchen müssen. Auch können finden Feuerechse auf Sand bei Meer. Was bedeutet Katztag? Sein Horn von Schattenläufer. Horn spitz wie Dolch und hart wie Stein. Wo findet man Schattenläufer? Leben in Wald oder in Höhle. Nicht mögen Licht. Seien sehr gefährlich. Fremder aufpassen. Dwachkar? Was ist das denn? Sein Zähne von Sumpfhai. Wenn Zähne beißen Opfer, dann nie wieder loslassen. Wo finde ich Sumpfhaie? Viele Sumpfhaie bei Lager von Menschen. Lager in Sumpf natürlich. Was ist ein Ort am Tag? Hauer von großes Troll machen großes Löcher in Beute. Jetzt hört auf die Beschreibung der Trollfaust. Hört einfach zu. Wo finde ich einen Troll? Troll leben in Bergen. Troll lieben viel Platz. Fremder gehen suchen in Nordberge, aber passen auf Faust von Troll. Faust treffen, dann Fremder fallen von Berg runter. Ich muss weiter. Fremder kommen wieder. Ist einer siegeszuversichtlich. Ich finde die Beschreibung eines Trolls immer noch lustig.
Wenn Faust von Troll treffen Fremder, Fremder fliegen Berg hinunter. Diese Logik, einfach unbeschreiblich, aber lustig. Ich mag Orks eigentlich. Orks sind eigentlich lustige Gesellen. Wenn man jetzt mal Tarok und Urshak nimmt. Seine Brüder, das sind... Naja, wie soll man... Ich will jetzt nicht zu grob erscheinen, aber die Brüder sind echt blöde. Naja. Piep! Ihr wisst schon. Da ich nicht weiß, wie alt ihr seid. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Ich tippe mal, wir haben auch ein paar Minderjährige, bei denen solche Kraftausdrücke nicht zu hören sein sollen. Leitern. So unbeschreiblich viele Leitern. Na gut, wir haben, was wir wollten. Wir haben die Infos, die wir wollten. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen da lang. Wir haben die freie Mine eigentlich schon zurückerobert. Alle Gardischen sind tot. So wie Butler und anderes. Wir gehen mal raus, laufen in Gott. Ihr wisst, was es heißt. Wir verlassen einen Dungeon, wir betreten die Welt. Wir. Ja gut, es schmiert nicht ab, finde ich gut. Freut mich. Freut mich richtig. Wir sind draußen. Und oh Mann. Das war ein wirklich beinharter Kampf. Hätte nicht gedacht, dass Gomez-Gardisten so viel Widerstand leisten. Die Hauptsache ist, dass wir sie wieder aus unserer Mine vertrieben haben. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Es kann nicht mehr lange dauern, bis Lee die Verstärkung hier hochschickt. Solange werde ich es mir hier gemütlich machen. Bis später. Alles klar. Wir haben jetzt hier alles geschafft. Wir brauchen jetzt Teleportwassermann hier. Soweit unser Mann. Magie zu Ehren. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Alles klar. Wir haben hier alles gesagt. Oder alles wurde gesagt, was zu sagen war. Wir reden schnell mal mit Lee. Hallo, ihr Söldner. Hallo, Lee. Hallo. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Die Bedrohung dürfte beendet sein. Du hast viel für unser Lager getan. Männer wie dich kann ich gebrauchen. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Einen Moment noch. Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Ich danke dir. Wir sehen uns. Was für eine Zauberrune? Ah, der Feuersturm. Den haben wir schon. Danke, Lee, aber naja. Bevor wir jetzt losgehen und die Zutaten für das Ulumulu besorgen, gehen wir schon drüber und quatschen mit Wolf. Wir haben noch was abzugeben. Wolf? Wolf, alter Kollege. Ich habe jede Menge dieser Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Fantastisch. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Wie lange wirst du dafür brauchen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das ist eine komplette Neuentwicklung, Mann. Schau einfach ab und zu bei mir rein, wenn du in der Nähe bist. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal direkt an, die Zutaten zu sammeln. Als erstes teleportieren wir uns ins Sumpflager. Kein Problem, es gibt Willst kein Problem. Mich? Kluges Köpfchen. 9. Wir teleportieren uns direkt mal ins Sumpflager. Wir bewegen uns direkt auf den Sumpf zu. Wir müssen diese Sumpfhaie töten. Beziehungsweise, ja, wir töten mal einen. Einer muss reichen. Ja, einer reicht. Wir brauchen nur ein Horn, ein Trollhauer, ein... Also ein Horn vom Schattenläufer, ein Trollhauer, einen Zahn von den Sumpfhaien und wir brauchen einen... Ach, was war's? Ah ja, die Flammenzunge. Von den Feuerwaran. Machen einen Haufen Schaden eigentlich, die Feuerwarane. Eigentlich. Aber eine hohe Schutz vor Feuer kann schon helfen. Wir ziehen unser Schwert, der Sumpfhai kommt.
Ein epischer Kampf. Leben und Tod. Wir haben den Sumpfhai besiegt. 3 Sumpfhai-Zähne haben wir bekommen. Wir gehen weiter. Wir müssen uns einen Feuerwaran finden. Einen auf jeden Fall. Aber naja. Finden wir auf jeden Fall. Ich weiß auch schon, wo wir suchen sollen, müssen, können. Beim Troll habe ich auch so ungefähr die Ahnung. Was haben wir denn da? Ein fliegendes Licht. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was es ist. Das ist mir im Prinzip auch eigentlich egal. Springen wir hier raus. Okay, so. Wir gehen weiter. Und zwar per Sprungverfahren. Nächster Halt, das Meer. Wir müssen ein Stück laufen. Da muss man den Pfosten vorbeikommen. Dem Pfosten. Auf jeden Fall. Es ist ein Stück Weg, aber es wird eigentlich schnell gehen. Dumm, dass wir Berge so langsam hochspringen. Wir haben eigentlich sind inzwischen eigentlich. Ja. Bald stellen wir uns der letzten großen Tat. Mein Spaß, es dauert noch ein bisschen, bevor wir uns der letzten großen Tat stellen. Erstmal brauchen wir das Ulumulu. Wir ziehen weiter. Weiter. Wir müssen. Wir können. Ja, gut. Schattenläuferhorn haben wir auch gleich. Brauchen nur einen Schattenläufer finden. Wie wir aus einer vorherigen Folge. Also eine von. Einer etwas längeren. Also vor einiger Zeit sind wir hier gewesen und haben einen Schattenläufer gesucht. Da sind sogar. Ne, das ist nur einer. Der wird uns so wegsmacken. Ich muss mir was einfallen lassen. Wir brauchen nicht den Feuersturm, nicht die Heilung, den Eisblock. Ja, geil. Okay, die Blutfliege hier, die nervt. So ist brav. Oh nein, oh nein, oh nein. Es kommt. Kommt? Nein, er kommt nicht. Gut. Sollte ein bisschen auf Abstand gehen. Renn doch nicht weg. Wir haben ihn eingefroren. Jetzt muss alles schnell gehen. Wir müssen ihn schlagen. Okay, die Blutfliegen lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe. Die interessieren uns nicht. Wir haben das. Einen Pack. Die Blutfliegen lassen wir in Ruhe, die interessieren uns nicht. Und ich spüre, wie mein Boden erzittert. Meine Mutter guckt. Herr der Ringe oder der Hobbit, ich weiß nicht. Auf jeden Fall wird es bassreich sein. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Falls ihr es hört, tut mir echt leid, Leute. Aber meine Mutter will jetzt unbedingt Herr der Ringe gucken. Und ganz ehrlich, sie weiß noch nicht mal, dass ich YouTube-Videos mache. Und. Ihr braucht ja nicht mal gucken, wie viele YouTube-Videos ich schon hochgeladen habe. Das müssten jetzt an die 125 oder so sein. Glaube ich zumindest. Wir springen einfach mal auch an den Wölfen vorbei. Die können uns eigentlich nichts tun. Auf unserem Weg. Auch diese Snapper ignorieren wir mal eiskalt, wie wir sind. Oh lol. Hallo Snappers. Die schwimmt mir doch jetzt nicht ernsthaft hinterher. Warum treibt uns die Strömung nicht? Hier wird uns jetzt die Strömung gleich extrem zu schaffen machen. Dachte ich zumindest. Ja, genau. Wir sind schon richtig hier.
Wo kommt der dritte Snapper her? Ich bin verwirrt. Wir schwimmen jetzt mal hier ganz vorsichtig am Rand entlang. Die Snapper, die nerven ein bisschen. Würde ich die nicht auch sagen, dass die nerven? Aber gut. Jäger. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt schon erspäht, was wir jagen. Für alle, die es nicht klar haben. Dort sind Feuerwehrhähne. Vorher sollten wir uns den Snappern entledigen. Das war einfach. Bisschen Snapper mobben. Der Eisblock müsste reichen. Kann. Die anderen haben nichts gemerkt. Gut, ich habe jetzt beide getötet. Ich wollte nur einen töten, aber gut, einer reicht. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir Mana zu uns nehmen. So ein kleines bisschen Mana, das schadet nie. Kurz ein bisschen Heilung machen. Gut, das war es eigentlich schon hier. Reisen. Feuerwaran. Wir suchen uns einen Troll. Und wo finden wir einen Troll? Natürlich da, wo viel Platz ist, in den Nordbergen. Wir haben jetzt zwei Auswahlmöglichkeiten. Einmal da, wo der Troll in der Schlucht war, den wir geschrumpft haben, zusammen mit Diego. Oder hier drüben. Ich zeige euch gleich wo. Genau. Das heißt, machen wir mal hier eine Reise über die Brücke. Snapper müssten eigentlich schon alle tot sein. Sollten noch ein, zwei Snapper leben, können wir sie schnell töten. Ich glaube, die sind eigentlich tot. Das ist zwar ein sinnloser Sprung, aber Safety first. Das Tor ist noch auf, wir haben es ja nicht geschlossen. Hier ist viel Platz, Trolle lieben viel Platz. Aber leider Gottes ist hier unten kein Troll. Jetzt sollte ich eigentlich irgendwo einen Telekinese-Zauber her haben, aber gut, wir müssen es ohne schaffen. Wir kriegen es auch ohne hin. Und wir springen mal hier hoch. Hoch. Ich werde in der Folge das Ulumulu fertigstellen, keine Sorge. Uns fehlt ja bloß noch eine magische Zutat, und zwar der Trollhauer. Ach, guck mal, was lebt denn da? Ein Troll. Säule. Was fangen wir mit dieser Säule an? Wir können sie beschießen, aber wir haben keinen Zauber dafür. Ein Windfaust müsste eigentlich funktionieren. Jetzt muss ich kurz ein bisschen drum tricksen. So, und jetzt springen. Gut. Ah, super. Jetzt macht er genau das, was ich nicht wollte. Mann, du blöder Idiot, ey. Okay, wisst ihr was? Wir machen das anders. Teleport Wassermagier. 0. Wir machen das ein bisschen anders. Okay, verwirrt. Verwirrt bin ich. Wir laufen am Pentagramm vorbei, da steht Riordian. Magie zu Ehren. Ja, alles klar. Ich bin verletzt. Kannst du mich heilen? Und lasse diesen Körper und den Geist gesunden. Zeig mir deine Ware. Guck mal, hat der eine... Ah, der hat nichts. Der hat einen Haufen Tränke, die ich bräuchte.
Wasser brauchen wir unbedingt. Die Lambo-Flaschen auch nicht am Ende. Gut, dann müssen wir halt zu Kronos, dem Hüter des Erzes, in der Hoffnung, dass der was hat. Wenn der nichts hat, haben wir richtig voll Pech. Ich wüsste, glaube ich, wo nochmal ein Troll lebt. Wir quatschen kurz oder gehen kurz zu Wolf. Ich habe ein zu wenig. Okay, das ist der falsche Text. Wie weit bist du? Dauert noch, Mann. Diese Platten sind verdammt harter Tobak. Ich habe noch keinen Weg gefunden, sie aneinander zu befestigen. Gib mir noch etwas Zeit. Ich bekomme das schon hin. Ich bin zuversichtlich. Kronos, Kronos, Kronos. Hier geblieben. Magie zu Ehren. Magie zu Ehren. Ich brauche Tausch. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ich glaube, wir können den entweder durch eine Windfaust oder durch Telekinese. Vielleicht auch Pyrokinese. Wenn ich dafür eine Rune finde. Nein, dafür finden wir hier keine Rune, keine Schriften. Ziemlich dumm gelaufen. Verrückt, verrückt. Na gut. Dann gucken wir mal, ob wir einen Troll finden. Immer wieder dieselbe Leier. Oh. Wenn du meinst. Mies, mies. Suchen wir mal einen Troll. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, ich wüsste, wo einer lebt. Ich hoffe, dass der da ist. Falls nicht, haben wir verkackt und müssen zurück zu der Trollschlucht, mit, wo wir damals mit Diego den Fokus geholt haben. Ich würde sagen, wir beeilen uns ein bisschen. Hallo Jarvis, wir können jetzt gerade nicht quatschen, wir müssen weiter. Das ist wichtig. Wichtig. Hier lang. Gut. Lass dich auf jemanden und du bist Bandit, von seiner Haut dich trotzdem. Torwächter. Jetzt gucken wir nochmal. Hier haben wir viel Platz. Ich dachte, hier lebt ein Troll. Sieht aber aus, als ob ich mich getäuscht hätte. Dann schieße ich einfach aus Prinzip. Vielleicht haben wir da hinten Glück. Ich hoffe, dass wir hier Glück haben mit einem Troll. Sieht aber schlecht aus. Sehr schlecht aus. Oh, da ist die Kifferhöhle, die wir mal ausgeräuchert haben, weil die Kiffer uns angegriffen haben. Wir gehen wieder. Es bringt nichts. Trollschlucht, wir kommen. Ein Glück ist die ja gleich um die Ecke, mehr oder weniger. Ich mache die Folge so lang, bis wir das scheiß Ulumulu haben. Das ist eine Zweihandwaffe mit sage und schreibe viel Stärke und viel, viel Angriff. Also wir brauchen viel Stärke, um es zu führen. Es macht viel Schaden. Auf Gegnern aller Art. Ich nehme jetzt einfach mal den kürzesten Weg zur Trollschlucht. Der kürzeste Weg führt am Fluss vorbei, eigentlich. Zwei Möglichkeiten. Wir gehen bei den Goblins raus. Wir gehen bei den Lurker raus. Das müssen wir auf jeden Fall. Ah, geil. Geile Scheiße, geile Scheiße. Lurker, gib mir deine Krallen. Gut. Das hätten wir alles erledigt. Wir springen noch mit dem Fluss rein. Und schwimmen mal auf andere Tropfen. Daraus kommen wir besser zu dem Ort, an den wir müssen. Das ist jetzt hier. Scavenger darf am Leben bleiben. Ich gestatte ihm zu leben.
Ich töte jetzt eigentlich ein Viechchen bloß noch, was mir im Weg kommt, beziehungsweise wir töten müssen. Wir sind stark genug, wir haben so viel Erfahrung gesammelt. Wir sind im fünften Kreis der Magie. Wir haben Waffen, also eine Hand und zwei Hand auf Maximum, so wie Bogen und Armbrust schießen. Wir könnten gleich diese Räuberhöhle da drüben auslöschen. Jetzt sehen wir hier ein Troll und immer noch ein paar von diesen verfluchten Goblin-Krieger. Der Eisblock, dazu müssen wir näher ran an den Troll. Oh, keine Wirkung. Okay, wir müssen fliehen. Ja, wie gesagt. Weg hier. Weit genug weg vom Troll. Ja, scheiße war's. Irgendwas lief gerade ganz gewaltig schief. Lasst mich in Frieden, blöde Mistviecher. Wir heilen uns. Das ist halt das Problem jetzt. Aber halt jetzt die Goblins, die uns noch dazu nerven. Wir schießen jetzt einfach wahllos unsere Bolzen auf die Goblins. Goblins immer bei Trollen chillen müssen. Streitkolben rutschen jetzt da runter, aber das ist mir egal. Hat ja schön funktioniert, mein Plan. Ich hoffe, dass meine Armbrust stark genug ist. Scheiße. Müssen wir ihn nicht mehr harten. Okay, zwei Goblins, die noch nerven. Ich tue das, was ich am besten kann. Wegrennen und Magie. Ist nicht wahr. Der kommt hier tatsächlich rein. Ah. Das sind die vermissten Harpien. Das sind vier. Ich bleibe jetzt hier oben. Kaum Wirkung. Der Eisblock wird gar nichts bringen, wir können ihn zittern lassen. Okay, das macht ihm gar nichts. Der Feuersturm scheint der wirksamste Angriff. Natürlich, Mana leer. Oder fast leer. Jetzt, solange er hier rumwackelt wie so ein Trottel. Er ist verbrannt, verblutet, whatever. Wir haben geschafft, was wir hier wollten. Wir können zurück zu den Wassermagiern. Schnell zu der Höhle. Zur Mine. Ich würde sagen, das machen wir aber alles in der nächsten Folge. Aber als für dich, man muss ja nicht gleich mal die Orkstadt. Oder auch noch nicht. Wir teleportieren uns jetzt noch. Oder wir stellen uns jetzt erstmal hier hin. Machen ein kurzes Folgenpäuschen. Und sehen uns in der nächsten Folge von Gothic 1. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß bei den anderen Videos. Checkt sie unbedingt mal aus. Und ja. Viel Spaß, was auch immer ihr an diesem schönen Montag macht. Oder wann auch immer ihr das guckt. Und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.